Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Danke für Ihren Anruf. Da ist er schon. Na, das ist Service. Wird einfach draußen hingelegt. So kennt man die Postboten. Ich bringe das besser gleich zu Dr. Fred. Diamant. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne. Ja, nette Leute. So. Okay, jetzt haben wir den Diamant. Das bringt mich aber auch... es bringt mich natürlich im Gesamtding schon weiter, aber... Es bringt mich nicht wirklich weiter. Im Moment. Wir haben hier immer noch... Niedlicher Pullover. Nicht meine Größe. Ja, und nimm ihn doch trotzdem. Nimm das. Jetzt hier. Hä, wieso ist das jetzt wieder zu? Ziehe. Pulli. Nimm das. Okay. Also, wo ist denn... Damit kann man nicht... Was macht man mit der Recyclingmaschine? Das muss doch eigentlich... Was macht eine Recyclingmaschine? Die nimmt etwas und macht daraus was anderes, oder? Was macht eine... Ich habe keine Ahnung, was eine Recyclingmaschine macht. Nee, das könnte ich noch brauchen. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Okay. Kaugummi, Spaghetti... Ich denke ja immer noch, die Kotze ist ja, ehrlich gesagt, ist Kotze nicht was Recyceltes? Auf eine gewisse Art? Nee, ne? Das ist Quatsch. Nee, das könnte ich noch brauchen. Ah, warte, wir haben doch noch, warte. Wir haben... Ich habe eine Idee. Wir müssen ja die Spielzeugmaus kriegen, wenn wir das Lachgerät benutzen. So. Seid ihr sicher, dass wir nichts über superschleimige Tentakel hinzufügen sollten? Red keinen Quatsch! So, pass auf. Lachkasten mit Katze. Ich will nicht. Mann, benutze Lachkasten mit Spielzeugmaus. Ich will nicht. Räudiger, verlauster, verfressener Mäusemampfer. Katzen stehen auf sowas. Ich hätte schwören können, das klappt. Verdammt, jetzt hänge ich schon wieder, ey. Netzbett.
Das ist von einem Bett blockiert. Ja. Wenn ich doch nur wüsste, was ist mit ihm? Habe ich auch schon alles durch. Ich will nicht. Ja, ja. Da sind die Bildhauer, die brauche ich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Mann, du nervst mich. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Das braucht keine Batterie. Ja, da sagst du wenigstens was anderes. Verdammt und zugenäht, ey. Ich glaub nicht, dass das ins Chrono John geht. Zwinger, was war mit dem Zwinger? Ich glaube, das ist ein Bild von Purpur Tentakel. Nein. Wann fängt die Show an, mein nichtmenschlicher Freund? Sobald wir in der Halle genug Menschen mit Namensschildern haben. Okay, das bedeutet ja wohl eindeutig. Das sind safe richtig. Benutze Namensschild mit. Ich möchte es nicht verschwenden. Ich möchte es nicht verschwenden. Jesus Christ. Ich glaube, der kontrolliert das Kraftfeld. Wie geht's, der Tentakeltyp? Oh, so wie immer. Ich hasse meinen Job. Mir ist langweilig, etc. Ich suche nach einem Tier. Ich sagte doch schon, du würdest sie nicht haben wollen. Ah, deine Mutter. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Das wäre nicht sehr nützlich. Das macht keinen Sinn. Ich tritt durch. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakelclub. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid. Nein, niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe, egal was zu bewachen ist. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Verweste Eichhörnchendärme? Gütiger Himmel! Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Unklug. Nein, ich möchte es nicht verschwenden. Besser nicht. Besser du glaubst das.
Das wäre nicht sehr nützlich. Das wäre nicht sehr nützlich. Das wäre nicht sehr nützlich. Ich drehe langsam durch. Er ist zu schwer. Er ist zu schwer. Ah! Da geht's weiter. Da haben wir doch Progress. Siehst du, man muss einfach nur Geduld haben. Irgendwann küsst es einen. Ah, und jetzt machen wir ihm hier das Namensschild dran. Ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der das Show Das ist der beginnen. Geist, that's the spirit. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. So, gehen wir nach oben, oder? Ja. Wer ist er denn eigentlich? Nettes Outfit. Kümmer dich nicht drum. Man wird ein bisschen so wie der Rest. Okay, aber was hat mir das jetzt gebracht, ist die Frage. Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt zu. Das ist einer der wenigen Plätze. Na, Lachkasten vielleicht? Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Doktor! Was gibt's? Ist jemandem schlecht? Wir können hier keine Kranken gebrauchen. Nun, Ich habe sie alle selbst untersucht. Sie machen einen kerngesunden Eindruck auf mich, ausgenommen der Tote. Und jetzt lasst mich alleine. Das ist einer der wenigen Plätze. Okay, wir haben Spaghetti, Kaugummi. Farbe, Hammer, Kaffee. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Wie üblich hat Harold keine Konkurrenz. Genau. Okay, die Mumie muss gewinnen. Sehe ich das richtig? Schönste Grinsen, beste Lachen. Hey, möchte jemand ein Geschenk? Was glaubst du, was wir sind? Menschen? Menschen! Grinsen, lachen. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Nun. Harold, mit Abstand. Das nenne ich witzig. Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Ich muss den vielleicht noch irgendwie präparieren, dass er gewinnt. Nun, sein Grinsen kann man vergessen. Absolut kein Lachen. Und
und er ist einfach toll. Mit anderen Worten, er hat keine Chance. Benutze Lachkasten mit Mumie. Ha. Ha. Haha. Jetzt hat er, jetzt lacht er. Reicht das schon? Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ne? Wir müssen irgendwann Haare noch. Das würde uns disqualifizieren. Nein. Was könnten wir noch als Haare? Oh, die Bürste vielleicht. Bürste als Haare? Das macht keinen Sinn. Nee. Spaghetti als Haare? Das ist wahrscheinlich auch Quatsch, ne? Oh, hä? Guck mal, jetzt habe ich nasse, wabbelige Nudeln gekriegt. Durch... Ah! Geil. Okay, da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Aber jetzt hat er Haare. Stark. Durchs Klo sind die nass geworden. Das ist natürlich clever. Da muss man erstmal drauf kommen. So, jetzt haben wir Lachen, Haare. Jetzt fehlt doch eigentlich nur noch Grinsen. Und dafür werden wir 100% das Gebiss vom Pferd brauchen, oder? Und ich weiß nicht. Hi. Du schon wieder. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich sag ja, ich dreh durch bei diesem Rätsel. Also, wie kriegen wir die Zähne vom Pferd? Moment, ich habe eine Idee. Leute, ich habe eine Idee. Der sagt doch, wenn er schläft... Das Pferd weicht seine Zähne hier ein. Nee, sagt er nicht, aber vielleicht, wenn ich ihm aus dem Buch vorlese, schläft er ein. Kann das sein? Yippie! Das hat doch schon ein paar Mal fast geklappt mit dem Einschlafen. Benutze... Textbuch mit Pferd. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Nimm Prothese. Gib Prothese. Benutze Prothese. Das ist es. Perfekt. Wunderschön. Huhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Harold hat tolles Haar. Die Mumie hat sich verbessert. Ja, aber sie ist langweilig, eintönig und macht nichts her. Während Harolds mit jeder Kopfbewegung wogt und wallt. Genau, Harold gewinnt. Wenn die Mumie nur etwas besser wäre. Einverstanden. Hä? Hä? Scheiße, was ist jetzt los? Muss ich das erst anmachen? Nee. Hä? Wenn sie noch ein bisschen besser wäre, irgendwas fehlt. Nun, er hat ein tolles Grinsen, süßes, klares Lachen und eine Menge Haare, aber völlig ohne Frisur. Mit anderen Worten, er hat keine Chance. Aber er hat doch eine Frisur. Nein, ich könnte ihn dreckig machen. Okay, das war's. Hello, Mr. Tentacle Guy. Huhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Hm.
Bitte kein Backseat Gaming, Leute, in den Chat. Ich frag schon, wenn ich Hilfe brauche. Lasst es mich selbst herausfinden. Tolles Haar für eine einfache Mumie. Ja, sie hat etwas Fleischhaftes. Gilt auch für YouTube, Arne Tagel. Nein, Harold ist immer noch besser. Aber wenn Harold, sagen wir mal, tot umfallen würde, bekäme die Mumie den ersten Platz. Einverstanden. Moment, das reicht immer noch nicht? Das gibt's ja nicht. Nun, er hat ein tolles Grinsen, süßes, klares Lachen und gestyltes Haar. Mit anderen Worten, er hat keine Chance. Okay, wir müssen Harold umbringen, oder was? Es sieht ziemlich echt aus. Oh, Harold, das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Aber hätten wir das nicht theoretisch direkt am Anfang machen können, dann hätten wir den gar nicht verkleiden müssen. Huhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Ja, die deutsche Synchro wurde so abgestimmt. Ich wollte auch auf Englisch spielen, aber Chat hat entschieden, wir spielen auf Deutsch. Das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll. Und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. So, die Mumie gewinnt, aber was... Was jetzt? Nun, er hat ein tolles Grinsen. Süßes, klares Lachen und gestyltes Haar. Verdammt gut für eine Mumie. Was? Doktor! Was gibt's? Ist jemandem schlecht? Wir können hier keine Kranken gebrauchen. Nun, Ich habe sie alle selbst untersucht. Sie machen einen kerngesunden Eindruck auf mich, ausgenommen der Tote. Und jetzt lasst mich alleine. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Es steht nicht in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Wie wäre es nochmal mit einem Lacher zum Aufheitern? Ach, schon gut. Okay, wer weiß den Witz? Ich weiß noch einen. Warum ging der Mensch über die Straße? Weil der Tentakel Agnes ihm gesagt hat. Ha. 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 Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Ha. Ha. Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag an Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. Ha. Ha. Wunderschön. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und
das, obwohl du schon seit tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Okay, wir haben jetzt die Trophäe. Oh. Und den Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Warte mal. Ich habe den frabimatischen Dingsbums für Sie, Sir. Du meinst den frabiestatischen Hochfrequenzgenerator? Ja, genau den. Aber ich habe Probleme, den Numo sowieso zu finden. Des pleumoelektrischen Verstärkers. Versuch es mal im alten Labor im Keller. Dort ist seit 200 Jahren keiner mehr gewesen. Ja, Sir. Der Verkleinerer wird mein Kollege. Lila Blue, vielen Dank für deinen Sir. Mit ihm bin ich in der Lage, die gesamte Menschheit wegzuschrumpfen. So, jetzt können wir, glaube ich, aufs Date gehen, oder? Weiß ich nicht. Probieren wir es. War da nicht was mit der Wache? Falsch. Super! Abendessen für zwei im Tentakelclub? Das muss ich meiner Frau sagen. Ach so, okay. Naja, gut. Aber von mir aus. Jetzt können wir... Ihr seid frei! Frei für was? Frei um... wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Elmo, danke. Ich sagte, ihr seid frei. 34 Monate schon. Crazy. Also bewegt danke, eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Und Stinktiere. Wow, ich hasse Stinktiere. Ja, wow. Nimm Karten. Moment. Sie dürfen betrügen, du nicht. Okay, was bringt denn das jetzt? Sid? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein ich langer Tag jetzt und müde ich bin vom Sprechen. Das kenn nur ich. Ein Mensch. Sid? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Ja, ist ja gut. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Cyber BHV, vielen Dank. Für 4 Monate schon. Danke, mein Lieber. Ich glaube, die beiden betrügen. Ich glaube, die beiden betrügen. Der will nicht mehr mit mir sprechen. Mit dem kann ich nicht groß interagieren. Was hat mir denn jetzt all das Ganze gebracht? Was bringt mir das jetzt? Ist was mit Farbe? Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Ja, ich weiß doch auch nicht. Irgendwas muss das doch jetzt hier gebracht haben, ey. Aber was? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Guck mal, die kann man... Oh. Nee. Das macht keinen Sinn. Gar nicht. Gib. Edisons geben nicht jedem die Hand, Fremder. Ist das ein Hinweis? Fremd. Edisons geben nicht... Ich muss mich als Edison
ausgeben oder so. Kann das sein? Besser nicht. Besser nicht. So. Das macht keinen Sinn. Edisons geben nicht jedem die Hand, Fremder. Edisons geben nicht jedem die Hand, Fremder. Ich bin müde vom Reden, hat er gesagt. Ich bin müde vom Reden. Unser Schlafbuch? Wenn die Elemente NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bitte! Keine Wissenschaft mehr für diese Familie! Es war eine Reaktion, aber es hat mich nicht weitergebracht. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono-John geht. Da ist Fred drauf, wie er gerade den Safe öffnet. Das könnte es kaputt machen. Sid? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Nein. Warum auch? Es macht gar keinen Sinn. Ah, fehlt mir noch was? Oh, nun schreite ich aus dieser Tür raus in die Freiheit, für die meine Vorväter gekämpft haben. Gib auf! Er ist zu groß für ihn. Also das ist halt echt, ich habe jetzt eigentlich noch weniger Gegenstände als vorher. Ich habe nur die Trophäe. Oh. Da sagt sie nur, oh. Ansonsten habe ich weniger Gegenstände, als ich angefangen habe. Ah, hallo! Habe ich dir schon erzählt, wie ich mal einem entflohenen Menschen bis nach Madagaskar gefolgt bin? Er entkam auf einem Thunfischboot und ich bin nur knapp zu spät gekommen, um es zu stoppen. Das einzige Boot, was noch über war, war ein Ruderboot. Ja? Schon gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Gib Trophäe. Würdest du gerne? Ich habe schon alles, danke! Würdest du gerne gib lassen, Hamster? Würdest du gerne? Ich habe schon alles, danke! Gib Sparm. Würdest du gerne? Ich habe schon alles, danke! Unklug. Das macht keinen Sinn.
Gut. Da ist die Katze. Ich glaube, für die brauchen wir auf... Für die Katze brauchen wir immer dieses... Spielzeug-Maus-Ding brauchen, aber das weiß ich ja auch nicht, wie man das kriegt. Dr. Fred, was machen wir jetzt? Wir warten auf deine Freunde, bis sie ihre Johns angeschlossen haben. Jetzt bin ich wirklich verzweifelt schon. Man sieht's. Schließe Tür. Nicht, dass an irgendeiner Tür noch was hängt. Gehe zu Osus Rest. Es ist schlimm genug, die Verantwortung für seinen Tod zu tragen. Vielleicht komme ich jetzt ein bisschen drüber weg. Kaffeemaschine. Mikrowelle. Warte mal, kann man den auch benutzen? Das ist ein Münztrockner. Kann ich ja einfach sowas schicken. Macht ja gar keinen Sinn. Meine Oma hat mir mal sowas zum Geburtstag geschenkt. Nach dem ganzen Ärger, den ich hatte, um hierher zu kommen? Okay, das ist auf jeden Fall der gleiche Pulli. Meine Oma hat mir mal sowas zum Geburtstag geschenkt. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Kaffeefleck drauf machen? Das kann soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Koffeinfreier hilft dir nicht. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ich soll meine einzige Chance... Ja, sehr gut. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Zu langweilig. Nein, ich mag es, wie es ist. Okay. Alles gemacht, oder? Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Jetzt hau ab.
Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Wo sind denn nun alle? Die richtig große Sause war gestern Abend. Ich denke, die anderen schlafen sich aus. Und jetzt hau ab! Nett. Ekelhaft. Sind alle weg? Geschlossen. Nicht, wenn die Steuertypen da sind. Hey, Ted. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Meine besten Freunde sind in der Zeit gestrandet. Ich hoffe, sie können ihre Johns an eine Steckdose anschließen. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Okay, good talk. Hier ist sonst auch nichts. Oh Mann. So, gehen wir nochmal draußen gucken. Das ist ein Loch, geformt wie ich. Da bin ich nicht stolz drauf, aber es ist nun mal da. Können wir mit dem Loch noch was machen? Ich werde da nichts runterwerfen. Ich werde da nichts runterwerfen. Ich werde da nichts runterwerfen. Ja, okay, sehr gut. Ich werde da nichts runterwerfen. Wirst du da was runterwerfen? Er ist leer. Da steht, wasch mich im Staub. Manche Leute glauben, wenn man sein Auto wäscht, regnet es. Es ist abgeschlossen. Leer. Oha, war ich da schon? Ja, scheiße. War ich schon. Erinnert mich an das letzte Mal, als ich die Grippe hatte. Sieht aus wie pürierter Hufeisendreck. Pürierter Hufeisendreck. Ja, jetzt ist echt langsam. Außer Betrieb. Öffne. Es scheint nicht aufzugehen. Benutze Skalpell. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Aha, hier haben wir Progress, Leute. Nimm 1968. Okay. Progress. Den hatte ich komplett vergessen, den Automaten. 1977. Okay, gib. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Okay, pass auf, dann machen wir es selber. Jetzt können wir den Trockner anschmeißen. Dann machen wir den Pulli klein und ziehen ihn dem Hamster an. Weiter bin ich noch nicht. Benutze 50er mit Münzschlitz. Wow!
So. Was wir dann mit dem Hamster machen, ist mir allerdings immer noch ein Rätsel. Vielleicht können wir den Hamster gegen die Spiel... Nee, wir kriegen den ja nicht dahin. Wo war denn das jetzt? Hier? Nee. Sieht alles gleich aus. Hübscherweise. Öffne Trockner. Nimm Pulli. Oh, süß. So, und jetzt benutze Pulli mit... Das sollte ihn aufwärmen. Ich wünschte, ich hätte etwas Formaldehyd. Benutze knusprig warmer Hamster. Wir können ihn trotzdem nicht verschicken. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Hamster? Ich glaube, können wir den nicht... Nee, warte, hier. Können wir den... Nein. Oh, was machen wir jetzt mit dem Hamster? Hallo! Habe ich dir schon von der Zeit erzählt, als ich fast von einem Weizenmäher erwischt wurde? Ich folgte einem Menschen bis zu einer Farm in Iowa. Da war eine Puppe im Feld, die wohl Krähen oder Diebe verjagen sollte. Nun ja, und dann? Ja? Schon gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das machen wir jetzt mit dem Hamster nochmal. Gib Hamster an Edison. Edisons geben nicht jedem die Hand, Fremder. Nee, 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 nee. Benutze Hamster mit Katze? Nein. Hamster, was machen wir nochmal? Hamster, Mann. Ein warmer Hamster. Warmer, knuspriger Hamster. Das gibt's doch einfach nicht. Wie kann man denn so auf dem Schlauch stehen? F. Das macht keinen Sinn. Besser nicht. Also ich kann den Hamster nicht verschicken durch die Zeit. Das heißt, er muss ja hier in der Zukunft benutzt werden. Vielleicht fehlt aber, vielleicht bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich ihn benutzen muss. Wie wird denn, werde ich ja auch irgendwie nicht los. Ich weiß, dass es hier das Hamsterrad gibt, aber ich krieg ihn. Wie krieg ich ihn nochmal in die Vergangenheit? Nee, ne? Wie krieg ich ihn in die Vergangenheit, wenn nicht über den Chrono John? Ich glaub nicht, dass das ins Chrono John geht.
Nee, das könnte ich noch brauchen. Nee, zu durcheinander. Nein, da stecke ich nichts rein. Da stecke ich nichts rein. Da stecke ich nichts rein. Ich stehe so auf dem Schlauch, ey. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Keine Chance, ich würde bestimmt erwischt werden. So, ich bin fertig. Lange Nacht gehabt? Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Netter Raum, den Sie hier haben. Das erinnert mich an einen Stapel Karten, auf die ich sehr stolz war. Ich habe viel Zeit mit diesen Karten verbracht. Tja, danke, Sie waren sehr hilfsbereit. Ach, das Geld ist weg. Okay. 4 Kongressteilnehmer. Ich kann ihn nicht bewegen. Hallo da oben. Kann man das nochmal machen? Hauseloch. Nimm Reste. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Hätte ich auch schon 8000 Mal, ey. Da ist der Briefmarken-Johnny. Das ist der Überwachungsraum.
Da sind die Steuerdudes. Ist das ein W390B-Sinnreport? Nein, es ist wieder ein 561AB unangenehme Dinge-Bericht. Aha. Sagtest du, du hättest dort eine PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Hey, da kannst du nicht reingehen. Bringt mir gar nichts. Sagtest du, du hättest dort eine PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Ist das ein W390B-Sinnreport? Ich dreh gleich durch, Leute. Ich dreh gleich durch. Das macht keinen Sinn. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Ach ja. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur. Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Weil ich das so will. Das geht doch nur auf den Flur beim Showraum. Okay, Chat, ich frage nur Folgendes. Dieser eine Hinweis, den dürft ihr mir geben. Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft? Wo muss ich weitermachen? Vergangenheit bei Hoagie. Shit, bei Hoagie? Das was mit diesen To-Dos zu tun? Hey! Was gibt's diesmal? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf! Ich erfinde, wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Wissen, was muss wem gehen. Skalpell.
Was denn los? Toller Hut, Mann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Ich habe gehört, Pyramiden haben seltsame Energien. Weit weg. Schön, mit dir zu sprechen. Ich will nicht. Ich will nicht, halt dein... So, lass uns nochmal hier gucken. Entschuldigung. Ja? Meinst du nicht auch, dass es hier ziemlich kalt ist? Kalt? Geschwätz! Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Müssen wir den Verfassungsentwurf? Jupp. Bitte lass mich in Ruhe leiden. Die wollen schon alle nicht mehr mit mir reden. Yo, Tom. Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Wir haben gerade Verbesserung 425 beendet, die das Herumlungern an jedem zweiten Donnerstag verbietet. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Das Herumlungern an jedem zweiten Donnerstag. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt, wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Bis später dann. Was? Was passiert später? Okay, was haben wir hier? Farbe, Kaffee, Trichter. Mann, aber hier gibt's doch auch nichts mehr zu tun. Ich check das nicht. Was soll ich denn noch machen? Okay, warte. Benutze Batterie mit Kono John. Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Nee, vergiss es. Ach so, warte. Benutze Batterie mit Stecker. Boah. Ist das was? Okay, warte. Können wir ihn jetzt zurückholen oder was? Also der holt die, glaube ich, nur zurück, wenn beide fertig sind, ne? Ich will nicht noch mehr anstellen. Ja. Okay. Also er wäre quasi ready to go, so wie ich das sehe. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was er noch in der Vergangenheit groß machen soll. Diese Tür ist wohl verriegelt. So, aber dann hänge ich halt trotzdem hier in der scheiß Zukunft. Oder? Brauchen wir nicht noch die scheiß Maus? Die Katze und die Maus? Auf dem Dach?
Antje, vielen Dank. Also, Antje. Okay, lass uns mal. Hier haben wir die Katze schon hingekriegt, ja? Vielleicht denke ich auch falsch. Die leckt sich, die macht sich sauber. Hier, Bürste Katze. Das macht keinen Sinn. Hamsterkatze. Nein. Kaugummikatze. Das macht keinen Sinn. Pistole Katze. Macht da gar nichts. Das macht keinen Sinn. Trichterkatze. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist reines Raten. Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen. Ja. Was bringt mir das? Vielleicht einfach Nimmkatze? Da oben komme ich nicht dran. Ziehekatze. Da oben komme ich nicht dran. Ja, aber hier an den Schwanz von der Katze kommst du doch dran. Versuchen wir es nochmal mit dem schlauen Buch. Irgendwie denke ich, dass das nicht klappt. Ah, aber warte. Nee, das habe ich auch schon versucht. Warte. Die Katze will sich sauber machen, ja? Also will sie vielleicht eins von den Sachen. Ich weiß nicht was, aber vielleicht ist es. Yippie! Sowas? Ich glaube nicht, dass das ins Chrono-John geht. Okay, ich probiere es einfach durch. Tippex mit Katze. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Zaubertinte mit Katze. Zu langweilig. Farbe mit Katze. Nein, ich mag die alte mich Farbe. Doch am Arsch. Ich glaube nicht, dass. Nein, ich. Zu langweilig. Ich glaube nicht, dass das. Nein, ich. Hamster haben keinen Sinn für Humor. Das macht keinen Sinn. Ich könnte den kleinen Fell. Nein. 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 Aber es ist auch ein guter Punkt. Was will ich überhaupt mit der Katze? Was bringt mir denn überhaupt eine Katze jetzt? Ich will. Was will ich denn überhaupt? Ich will in die Uhr rein. So, wir müssen es jetzt nochmal logisch angehen. Ich will in die Uhr rein, um den Stecker reinzustecken. Wenn ich aber die Uhr öffne, kommt der Hansel und sagt, nee. Tut mir leid, aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! So, flüchtige Menschen jagen, das würde ja bedeuten, dass die Typen aus dem Knast raus müssten, damit er den hinterher rennt, würde ich jetzt mal tippen. Und ich in die Uhr kann. Also muss ich die Typen irgendwie da rauskriegen. So. So weit, so gut. Aber der will ja nicht raus. Also muss ich ihn irgendwie dazu kriegen, dass er rausgeht. Aber fucking wie? Mit einer Gabel. Ich bedrohe ihn. Er sieht schon blöd genug aus. Schau. Ich möchte nur mal seinen Kopf tätscheln. Zieh Leine! Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen.
Nein. Lol. Da muss schon etwas Schlimmeres passieren, um mich hier rauszukriegen. Okay. Nein, ich mag die alte Farbe. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Okay, okay, aber das war nicht ganz falsch. Also, wenn wir die Zaubertinte auf ihn machen, haben wir eine Reaction. Ja? Kaugummi. Das macht keinen Sinn. Oder kriegen wir die Zaubertinte noch schlimmer? Ich glaube nicht, dass das... Nein, schlimmer? Ich mag... Das macht keinen Sinn. Zu langweilig. Das reicht nicht, um mich hier rauszukriegen. Das macht keinen Sinn. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Okay. Ich gebe jetzt alle Sachen. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John. Das könnte es kaputt machen. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. So, jetzt hat sie wirklich alles, was sie haben kann. Jetzt probiere ich einfach durch. Er sieht schon blöd genug aus. Skalpell. Ich glaube nicht, dass es hilft, alte Männer zu töten. Noch nicht. Besser nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Edisons geben nicht jedem die Hand, Fremder. Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen. Sid? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Sid? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Vielleicht, weil ich noch eine Tentakel bin. Aber ich weiß auch nicht, wie ich mich umziehe, ehrlich gesagt. Aber hier ist sonst nichts. Ich habe alle Gegenstände mit ihm versucht. Mit denen kann ich nicht interagieren. Hey, nimm deine eigenen Karten. Ja, das macht sie nicht. Das habe ich schon probiert. Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Das macht keinen Sinn. Nein. Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen. Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Thank you.
Der Recyclingmaschine haben wir auch noch nichts gemacht. Nee, das könnte ich noch brauchen. Nee, das könnte ich noch brauchen. Nee, das könnte ich noch brauchen. Ich bin völlig verzweifelt. Ich bin völlig verzweifelt. Ich habe nur Scheißgegenstände. Mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Was für ein schlechter Anstrich. Meiner Meinung nach ist das so schon okay. Weiß gefällt mir besser. Zu langweilig. Zu langweilig. Okay, es muss. Lass noch mal wirklich. Ich habe nichts zum Schrubben. Macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John. Ah, das ist sauber genug für mich. Ja, leck mich doch. So, du verfickte Scheißkatze. Entschuldigung, aber... Falltür. Benutze. Irgendwas ist geschlossen. Benutze. Ist geschlossen. Benutze. Sachen. Ist geschlossen. Ich will nicht. Nimm Spielzeugmaus. Hoppla. Nimm. Hoppla. Hammer mit Spielzeug. Ich will nicht. Hammer mit Katze. Ich quäle keine Tiere, egal wie bösartig sie sind. Farbe mit Spielzeug. Nö, ich mag es, wie es ist. Farbe mit Katze. Nö, ich mag es, wie es ist. Ich würde nicht wollen, dass sie das auch mit mir macht. Zu langweilig. Kaugummi mit. Ich will nicht. Kaugummi mit Katze. Ich will nicht. Gabel mit Spielzeugmaus. Ich will nicht. Gabel mit Katze. Ich quäle keine Tiere, egal wie bösartig Pistole sie sind. Pistole mit Katze. Hey, das ist kein Spielzeug. Pistole mit Spielzeugmaus. Hey, das ist kein Spielzeug. Hey, das ist kein Spielzeug. Das ist tatsächlich Spielzeug. Trichter mit Spielzeugmaus. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich will nicht. Ich heul gleich. Ziehe Bett. Wohin damit? Ziehe Bett. Wohin damit? Drücke Bett. Wohin damit? Drücke Bett. Wohin damit? Okay. Benutze Netzbett.
Oh, okay. Jesus Christ. Benutze Jets Bett. Ich will nicht. Ja, aber das war doch schon, das war's doch jetzt. Benutze quietschende Matratze mit Katze. Das kann ich nicht machen. Hä, warte. Warte. Hä? Hä? Benutze. Echt geil. Benutze quietschende Matratze mit. Was? Ich will nicht. Benutze quietschende Matratze. Ich will nicht. Also die Katze hat auf die quietschende Matratze reagiert, ja? Das Design eines thermodynamischen Fluxkompensators. Ich bezweifle, dass da Geld drin ist. Nimm. Wohin damit? Ziehe. Wohin damit? Ich dreh durch. Drücke. Wohin damit? Jetzt geht's nicht mehr. Öffne. Ich kann es nicht öffnen. Ich weiß, aber du kannst ja auch sonst nichts machen. Benutze quietschende Matratze. Oder warte, machen wir mal benutze Bett. Okay, das ist. Benutze Bett. Benutze Jets Bett. Wohin damit? Oh Mann, ey. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Du musst die Matratzen tauschen. Oh Mann, benutzt das, weil man das in dem ganzen Spiel hat man noch nicht einen Gegenstand, glaube ich, benutzt, den man nicht im Inventar hat mit einem anderen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind zwei, die auf der Tapete liegen. Oh Jesus Christ. Nichts wie weg. So. Benutze Spielzeugmaus mit Katze. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Noch eine Spezies. Oh, ein Stinktier. Wie fürchterlich. Ein Stinktier. Und damit können wir jetzt wahrscheinlich die Gefangenen rauslocken, oder? Hey, seht mal, ein Stinktier. Kommt zurück, ihr verrückten Menschen. Ja, das dürft ihr Progress. Nicht. Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude. Wer sagt aus Cartoons, finally, könnte man nicht lernen. Was eine schwere Geburt, was geht's ey. Hier?
Jesus. Habe ich sogar vergessen, Fußball nebenbei anzumachen. Oh. War das eine schwere Geburt, Leute? Das verdammte quietschende Bett. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe 0,0 Erinnerung an dieses Rätsel. Also an manche Sachen erinnere ich mich, aber dass das nicht irgendwie hängen geblieben ist, ist ja schon ein bisschen komisch. So ein Rätsel müsste man doch eigentlich irgendwie... Okay, aber jetzt haben wir Zugang, hoffentlich zu Strom. Ob das wohl immer noch ins Labor runterführt? Ja, gucken wir jetzt mal, ne? Oh mein Gott, was eine Chance. Sorry. So, jetzt sind wir hier im Labor und jetzt haben wir hier auch die Maschine für den Hamster. Sehr gut, das haben wir nämlich alles schon perfekt vorbereitet. Lol. Nein. What's happening? Der Hamster ist abgehauen. Wir haben eine Radkappe. So, benutze... Verlängerungsschnur mit Steckdose. Da ist ein Gesichtsabdruck auf dem Handschuh. Wow, der Schlag hat gesessen. Nimm. Ich kann nicht. Okay. Benutze Maus mit Mauseloch. Besser nicht. Nicht. Gut. Da ist ein. Da leert man den Staubsauger, nehme ich an. Benutze Staubsauger mit Mauseloch. Öffne Klappe. Nimm Staubball. Was der arme Hamster alles durchgemacht hat in diesem Spiel. So, jetzt können wir ihn einfach hier reinsetzen. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hogi, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Ein Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh nein! Er entkommt! Oh oh. Keine Sorge, Jung. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Dieser miese Purpur. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's! Nein! Wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Sind die jetzt nicht sogar... Genau. Daran erinnere ich mich noch. Wir sind
Wir sind... Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grün-Tentakel. Wie war das, Grün? Das ist alles so absurd, was passiert. Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Der hat wirklich eine Armee. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. Nein! In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Wow! Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Ja, fantastisch versteckt. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das kenne gerade. Erstmal abspeichern, jetzt kommen. Prozent. Aha! Oh oh. Nimm das! Und das! Aber das kann man doch sicherlich irgendwie nutzen. Mist. Man jetzt klein. Immer hauen sie ab, wenn ich sie fertig machen will. Dann hier durchs Mauseloch. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ja? Aha! Nimm das! Und auch das. Nichts. Mist. Immer hauen sie ab, wenn ich sie fertig machen will. Diese Verbindung zwischen den beiden Räumen. Nutzloses Papiergewicht vernichtet. Wir sind zu klein für die Treppen. Ja. Oh. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Dürften wir wohl den Hebel da umlegen?
Keine Chance. Jetzt haut ab. Kannst du mal versuchen? Einfach mal fragen. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Könntet ihr uns etwas Chinesisches zu essen holen? Netter Versuch. Klappt aber nicht. Jetzt haut ab. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Bring mich hier raus. Ich fühle mich, als würde ich mich verpuppen. Tja, nun, wir haben halt auch überhaupt keine Gegenstände. Ich hab eine Idee. Warte. Aha! Oh oh. Nimm das! Ah, jetzt raff ich's. Oder? Und das! Wir kämen nicht in die Tür rein, weil der uns immer klein schießt und wir dann nicht an den Türgriff kommen. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Und deshalb braucht. Oh oh. Nimm das. Beziehungsweise er lässt einen gar nicht vorbei. Mist. Das heißt, wir können nur über das Mauseloch in den Raum. So, passt auf. Ich glaube, ich weiß. Jetzt müssen wir groß werden. Na? Nimm Bowlingkugel. Warum auch immer es erst jetzt geht. Hey! Wo ist der hin? Ach, weil Hoagie das jetzt kann. So, und jetzt benutze Bowlingkugel mit Purpurtentakel. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ihr Menschlinge seid so engstirnig. Ha! Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Wir kommen nicht dran. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Jetzt passiert wahrscheinlich das Gleiche nochmal, ne? Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Menschen einfach nichts. Ha! Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ha! Wir kümmern uns besser erst um Purpurtentakel. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn! Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig! Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Hä? Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wer sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden?
Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpurtentakel aus unserer Zeit? Genauso intelligent. Aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpurtentakel bist? Ich sagte doch, ich war es. Erinnerst du dich an etwas, was noch nicht passiert ist? Natürlich. Werden die Sharks irgendwann nochmal gewinnen? Schaffen wir es, dich zu besiegen? Schaffen wir es, dich zu besiegen und die Welt zu retten? Natürlich nicht. Schade. Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Es war nicht leicht. Aber das Geheimnis machte mich sehr reich. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Ja? Ihr würdet es nicht verstehen. Tja. Wir müssen jetzt die Welt retten. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Das wäre wohl keine gute Idee. Wir müssen jetzt die Welt retten. Verdammt! Okay, Leute. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Ich habe eh schon gewonnen. Nicht mein Typ. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Warnung, der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Da komme ich von hier nicht dran. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Da komme ich von hier nicht dran. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Drücke, Dr. Fred? Das hört sich nicht nach einer guten Idee an. Ziel? Das hört sich nicht nach einer guten Idee an. Ah, warte mal, was ist, wenn man Zielhebel macht? Ihr Menschlinge seid so engstirnig. Pick. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Warnung, der Abfall aus diesem Gerät ist hoch. Da komme ich von hier nicht dran. Ah, warte. Nee. Als kleine... Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Wir kümmern uns besser erst um Purpurtentakel. Ey, das gibt's doch nicht. So viele Optionen hat man hier doch überhaupt nicht. Die Welt, während wir jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch, Mann. Wie kann man denn... Ich habe eh schon gewonnen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Ey. Dialogoption habe ich doch auch schon alle durch. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Aha. Bald wird es auch der Rest der Welt. Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpurtentakel bist? Ich sagte doch, ich war es. Kannst du uns ein paar Börsentipps geben? Investiert nicht in Schuhe. Werden die Sharks irgendwann nochmal gewinnen? Nein, aber die Tentakel tun es. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Wenn ihr wollt, ihr werdet die Versklavung der Menschheit nicht verpassen wollen. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Besser nicht. Besser nicht. Ich habe eh schon gewonnen. Schau. Dr. Fred steht unter Zwang. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus!
Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Besser nicht. Das habe ich nicht. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Ich habe eh schon gewonnen. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Okay, das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Der macht uns klein und wir klettern in die, als Kleine in die Hamstermaschine. Wenn es das nicht ist, dann bin ich komplett ratlos. Eure Anstrengungen sind so lächerlich. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Es geht nicht. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Hahaha! Chat sagt, ich soll Diplomatie benutzen, aber ich habe ja alle. Ich habe eh schon gewonnen. Alle Formen. Oh, exhausted. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Nicht ganz, doch. Ich glaube, hier. Lass uns über deinen Hass, bist du sicher? Den habe ich alle drei schon genommen. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Oh, hört sich an, als hast du, Dr. Fred. Hört sich an, als hast du, Dr. Fred. Okay, ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Verdammt, ich hab die eine da unten. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Oh Mann, ich hab die eine unterste gar nicht mehr gelesen, weil man immer denkt... Ah, ich bin so dumm. Können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Tja, Kinder, das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Idioten, es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Ach, es ist so ein tolles Spiel. Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Wieso gab's davon nie einen richtigen dritten Teil? Das verstehe ich nicht.
First try, Leute. Rechtzeitig zum Baphomets Fluch Remake. Schon mal rein. Sich einadventured. Sam und Max als nächstes. Hab ich auch ewig nicht mehr gespielt. Full Throttle. Ja, Thimbleweed Park habe ich ja fast durchgespielt. Da hänge ich irgendwie am Ende. Grim Fandango. The Dick, ja. The Dick habe ich. Habe ich schon runtergeladen. Ja, ich glaube, hier passiert nichts mehr. Ja, The Dick habe ich auch noch nie wirklich gespielt. Also, The Dick würde mich auch interessieren. Muss ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Das ist zu Ende. Ja, das war's. Day of the Tentacle, Leute. Eines der besten Adventures aller Zeiten. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wie lange habe ich jetzt dran gesessen? Knapp 6 Stunden, 6,5 Stunden ungefähr. Also, Speedrun kann man fast schon sagen. Erstaunlich, wie viel ich vergessen habe. Also, ich hatte nur noch so Bruchstücke im Kopf, so einzelne Rätsel hatte ich irgendwie abgespeichert, wie zum Beispiel die Box umwerfen, damit die Kotze oder was das war da von der Decke fällt. Solche Sachen hatte ich irgendwie abgespeichert. Das mit dem Tresor hatte ich so halb abgespeichert, aber ich habe auch wieder ganz viel vergessen mit den Rollschuhen, mit der Mumie, dass man die Edna schubsen muss und vor allen Dingen am allerschlimmsten war, glaube ich, jetzt das mit der Quietschematratze. Das habe ich halt echt komplett, weiß ich nicht, warum das nicht abgespeichert habe. Also das, ja, keine Ahnung. Aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Ich werde weiter Adventures zocken hier im Stream. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über einen netten Kommentar und ein Like und so weiter, einen Daumen hoch. Und gerne Vorschläge für weitere Adventures dann in den Chat. Ich habe auf jeden Fall Bock, das Baphomets Fluch Remake zu spielen, das jetzt bald rauskommt. Ich glaube, das kommt jetzt die Tage irgendwann raus. Weil ich Baphomets Fluch tatsächlich nie gespielt habe. Weiß aber nicht, ob mir das gefällt, weil das ist ja, glaube ich, so ein bisschen ernster. Ne? Es hat ja nicht jetzt so diesen ganz krassen Slapstick-Humor. Ich habe The Dick noch mir geholt, das würde ich auch gern spielen. Aber wir können auch über Full Throttle reden, wir können über Sam & Max reden. Ja, also ich bin gespannt, was ihr sagt und hoffe, euch hat dieser kurze Ausflug ins Adventure-Genre meiner Jugend gefallen.